Hallo Pflanzenfans, ich wollte euch hier mal zeigen, wie mein Giragolan überwintert hat und er kommt tatsächlich wieder. Dieses abgetrocknete Zeug, was ihr hier seht, das ist der Austrieb von letztem Jahr. Und jetzt zeige ich euch mal den Neuaustrieb. Hier unten kann man das sehr schön erkennen. Das hier ist der Giragolan. Und man kann super sehen, auch wieder, wie er sich hier mit seinen kleinen Ärmchen quasi wieder Halt sucht. Und hier kommt noch ein neues Pflänzchen raus, ein weiteres. Richtig super, es erfreut mich sehr. Das ganze letzte Jahr über habe ich davon genascht. Und jetzt kommt er tatsächlich wieder. Er war den ganzen Winter hier draußen. Und ich habe hier nichts gemacht, nicht gegossen, gar nichts. Aber wenn man in der Erde rumfühlt, ist sie leicht feucht. Immer noch geblieben. Also top. Im Carport hat er überlebt. Und da stand er auch das ganze letzte Jahr über. Und hat den Boden hier total voll gewuchert gehabt. Hier unten. Es sind alle Richtungen gewachsen. Und hier kann man, wie gesagt, noch ein bisschen sehen, weil ein bisschen aufräumen muss man ja und unten alles mal wegschneiden. Aber den Rest habe ich halt stehen gelassen. Richtig schöne Sache. Und hier treibt er erneut aus. Wunderbar. Vielleicht entdecke ich ja gleich noch einen zweiten oder beziehungsweise dritten Trieb. Wäre ja super. Aber wie ist es hier? Den einen hat er perfekt. So, das war's in Kürze. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zu einem nächsten Video.